Hallo, meine lieben Zuschauer, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA 3, ne 5, Doomsday Akt 3. Wir machen jetzt heute Ausrüstungsmissionen. Sound Team resume. ist auch mit Activated. dabei. Hallo. Ja, wir sind ganz voll motiviert, nachdem wir 3 Stunden versucht haben, einen Jet zu klauen. Ach ja. Und mich ein Autofahrer mich fast umfahren hat und ich dann ausweichen musste und dann von anderen Autofahrer umfahren wurde. Ja. Digga, es kommt nur ein Helikopter an, nur weil. Ah! Wieso kann ich den nicht in meine Basis einladen? Basisverwaltung? In Basis einladen. Bin ich gerade einfach blind? Ah, da. Eigentlich habe ich ja auch noch meine Basis, ne? Da kann man auch noch mal Missionen machen. Hast du denn schon alle Ausrüstung? Aber die kann man auch noch machen. Kommst du her? Ich hoffe, das Ding ist jetzt nicht rot da hinten. Ich hab dich schon eingeladen. Ich bin schon längst dran. Okay, es ist grün, das heißt, es gibt keine Cutscene. Schade. Grün. Da, Bordcomputer, Ausrüstung. Schießt einen Hydra-Prototypen ab. Darf ich den Flie Ach so, wir sollen abschießen. Ein Hydra, ach du Scheiße. Um einen feindlichen Signalverstärker aus dem Wrack zu stehlen. Hydra? Oh Gott, Also was? solange wir EZ neuen Laser bekommen, ist alles okay. Also dann Und dann, finde ich das und alles okay. danach kommt's. Zerstört mit dem Ballatol mehrere Flarak-Werfer rund um den Mount Chiliad. Das ist dann dieser richtig geile Jet. Den fliege ich dann. Ja. Ausrüstungsmission, Bordcomputer. Und mein Auto wird nicht mal gespawnt. Nice. Dein Auto steht ja auch nicht, ne? So, gerade die Mechaniker an. Ach, ich kann den Mechaniker nicht machen, weil ich nicht genug Geld habe. Deswegen. Warte, ich hole uns ein Auto, das schön Limousinen-ähnlich ist. Ach stimmt, Leute, warum kommt man her? Das ist irgendwie, ne? Aber den kann ich gleich machen, während das Ding jetzt. Ja, komm. Ich habe so ein Limousine-ähnliches Auto. Okay, es ist kein Ach, Limousine-ähnliches, das aber. Auto, das komplett scheiße bremsen kann. Achso, steig an. Drück doch F, ich komme nicht rein. Doch, du kommst rein. Warte, ich gucke noch mal bei Drück F. Fahrzeuge. Warte, okay. Dann fahren wir vor bis hierhin. Ah, doch, jetzt. Ah ja. So, wo ist der Jet? Beschädige den Jet. Hast du Raketen? Er ist am anderen Ende der Welt. Ah, warte, 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 warte. Fa Jonas, wir fahren zum ich meine Hubschrauberplatz. bei der Militärbase. Nee, Holen wir nee. uns einfach Hier, einen ich Jet? markiere mal kurz. Und zwar hier hinten gibt es manchmal Bosatz. Nein, ich hole meinen Jet. Ja, ist sowieso in der Richtung. Und übrigens, der Jet ist eh schon also. Lass mich da einfach gleich da hinten raus. Dann springst du raus? Nee. Doch. Nee, ich sterbe, ist vorbei. Nö. Wir haben keine Lebenslimit, ne? Ah, scheiße. Du musst jetzt gleich hier rausspringen. Oh! Wie sieht das aus? Und die Tür schließt sich auch wieder von alleine. Geil. Ich hoffe, es ist jetzt kein Merryweather-Hubschrauber, weil das wäre jetzt echt blöd. Es ist Merryweather-Hubschrauber. Junge, der hat doch nicht mal Raketen. Soll ich dich abholen? Nee, ich versenke den einfach hier im Meer und dann gucke ich, welcher danach spawnt. Okay. Weil wir haben unendlich Zeit, so gesehen. Ja. Deswegen hole ich mir einen Jet. Oh, hier ist eine Superjacht. Vielleicht ist da ein Dings. Ah, Hier nee. ist nur ein Luxushelikopter dort drauf. Du willst mit dem Luxushelikopter dann Jet up, beschädigen. Der wird mir stets zu, weil ich so schön aussehe. Oh, der Helikopter, der macht jetzt übrigens, gerade einen Abgang. Einen Tauchgang macht er jetzt. der Jet kommt zu uns. Bumm. Der Jet kommt in meine Richtung. Ja, ich hab dir bitte 4 Miniguns.
Der ist auch in Ordnung. Das ist der einzigste Helikopter, der da überhaupt was hat. Nö, ja, der Buzzard hat doch Raketen und wenigsten. Achso, der Buzzard spawnt da auch? Ja, aber sehr, sehr selten. So, los. Ich gehe jetzt in die Metabase rein. Als würde es die Medikans von dem Hubschrauber sind verpackt. Ich kann damit auf jemanden zielen, ballern und passiert nichts. Gehen einfach, die Schüsse gehen einfach durch ihn durch. Wirklich? Ja. Hey, ja, was willst du dann damit anrichten? Ja, also bei Autos war das so. Ich weiß nicht, wie es bei Jets ist. Außerdem, ja, warte, die Hydra. Wie viel hält die Hydra auf? 5 Raketen? Never. Warte, ich kann es ja gleich testen, weil ich habe einen Jet jetzt gerade. Man muss gucken, dass ich den Raketen einfach nur gut ausweiche. So, ich habe einen PZ9 Laser. Ja, wie einfach jetzt. Auf einmal keine Sterne kriegen können, ne? Ja. Deswegen. Ah, gut, das ist wirklich klüger. Ich drehe mal um. Da, da, da. Ich fliege jetzt, ich heb jetzt ab. Komm, doch, Leute, easy. Wir holen jetzt auch einen Jet hier. So, ich bin in der Luft. Roger, roger. Siehst du diese Strahlen im Himmel? Strahlen im Himmel? Ah, okay, siehst du nicht. Ja, der dieser Helikopter ist auch schon drin. Von den Schüssen? Hm. Nee. Da ist die Medibase. Aber das Geile ist, der PZ9 Laser ist besser als die Hydra. Nee. Doch, der ist wirklich besser. Weil die der PZ9 Laser kostet 6 Millionen und die Hydra nur 3. Also ist der aus der Militärbase der beste, so gesagt. Stimmt. Nur weil er teuer ist, heißt es ja eigentlich nicht, dass er der beste ist. Oh, der stürzt direkt in den Militärbase ab. Du solltest keinen Typen da angreifen, weil sonst greifen die dich an. Ja, bei mir ist gerade der Helikopter abgeschmiert, also alles gut. Alles gut. Wie viele Raketen hält er aus? 6. Boah, Alter. Und unser geht bei einer kleinsten Berührung mit der Lampe kaputt. Ist so. Jetzt ist so eine kleine Tischlampe, erstmal Flügel weg. Ja. Ah, ich seh ihn. Ne, direkt Explosion. Hey, warum spawnen hier keine Jets? Ah, da hinten sind welche. Ich versuche so den besten Weg zu fliegen. Jetzt brauche ich 3 Jahre, um dahin zu joggen. Jet, ich komme. Beschädige den Jet, das heißt nicht zerstören. Ja. Hab ihn. Und warte, bis er aufschlägt. Oh ja, okay. Wie oft musstest du drauf schießen? Einmal. Wow. Ist ja auch nur eine Mission, ne? Folge den Jet zur Absturzstelle. Und da sollten wir irgendwelche Daten kriegen und dann müssen wir irgendwo hin und das dann klauen. Okay, sinkt ganz langsam runter. Ich komme, ich habe mir gerade auch einen Jet geholt. Ich fahr schon mal die Reifen auf aus, weil der. War das sehr weit weg? Nö. Ist nur über die halbe Weltkarte. Oh, da geht er auch, ne? Oh, das ist ja schon viel, viel schneller, ey. Okay, er landet jetzt gleich im Meer. Okay, das hört sich echt nicht gesund an, was der Jet von sich gibt. Tauch runter und hol das Modul aus den Cockpits. Oh, du darfst jetzt tauchen. So, ich bin jetzt gelandet. Ich kümmere mich dann gleich um Gegner, die ankommen. Ich hole schon mal die Raketen raus. Ja. Da hinten sind ein paar Jetskis. Also du bleibst in der Luft und beobachtest? Ja. Gut. Da muss ich auf den Tauchgang gehen. Ich habe schon Schnorchel an. Warte mal, wer wird es jetzt gleich schaffen, innerhalb von 5 Minuten zurück zu sein, könnten wir es noch anfangen, die Vorbereitung zu machen. Okay, warte. Taucher, genau. Ich habe jetzt meine Taucherausrüstung. Wo bist du denn gelandet? Ah, lol.
Ah, da ist es. Ich sehe es. Im Cockpit muss da rein. Sag mal, warum kann ich so scheiße... Ach, diese Tauchfunktion, ne? Die ist so beknackt. Ich habe mich daran schon gewöhnt. Okay, was soll ich holen? Okay, ich habe das jetzt irgendwas geholt. Globales Signal, genau deswegen. Hilft das Modul zur Basis zurück? Ja, wie gut das Luft ist, dass ich bin hier. Da hinten ist ein Boot. Ich hole mir das ganz kurz. Ja, schnappt hier gleich den Jet am besten. Ja. Ich glaube, ich würde nicht ohne den Jet gehen. Ich guck Leute, die hier hängen. Ja, genau, da haben wir einen Helischrotter. Das sind sogar Dings. Buzzard? Ja. Ich habe gerade gesehen, wie er in eine Runde gefallen ist. Fast auf dich drauf, oder was? Oh. In der Nähe auf jeden Fall von mir. Ich bin perfekte Luftunterstützung hier. So, ich bin da. Auf zur Basis. Ich bringe nur schnell den Jet zurück. Nee, und mich? Du hast doch den Jet, du kannst doch selber fliegen. Ja, aber... Ja, du beschützt mich hier gar nicht. Oh! Da war ein Stromkabel. Wow. Oh moin. Moinsen. Wieso spawn ich denn hier? Warte, da oben ist doch die Dingsbasis. Warte, kann ich kurz oben rauf? Nee, okay. So, ich bin in der Luft. Ich hole mir da mal eben hier, ne? Ich habe die Daten, also ist es glaube ich wichtig, dass ich hier zurückkomme, oder? Ja. Das war gerade etwas peinlich, was gerade passiert ist. Darüber sprechen wir nicht mehr. Nochmal, ja. Du bist abgestürzt in dein Kabel. Nee, ich bin so geflogen, hab nicht gesehen, dass da noch diese Stromleitung ist. Dann bin ich mit einem Teil meines Flügels da dran gekommen und bin ich explodiert. Hab ich ja gesagt, du bist ja in so ein Kabel reingeflogen. Ey, das ist. Wie unsicher sind die, Alter? Aber sie haben explosive Geschosse. Ist zwar geil, aber. Ja, trotzdem explodieren die echt schnell, hast recht. Ich mach ein kleines bisschen Radar auf der Autobahn. Ah ja, hier ist die Regierung. Mal gucken, ob die Hubschrauber oben drauf haben. Ich spreche mal kurz bei der Regierung ein. Hallo, darf ich mein Flugzeug haben? Ja, klar. Ich stell mir so vor, echt. Aber ich muss auch kurz zur Regierung mit dem Hubschrauber klauen. Alter. Nein, die drum gebeten, dass die mir ein Flugzeug geben, ne? Ja, was wollt ihr hier? Das ist Regierungsgebiet. Ja, ich muss hier mal eben mein Flugzeug holen, das dann sie leider bestärkt haben. Das darf ich jetzt wieder haben. Ja, okay, gehen Sie durch. Ja, das ist nicht schlimm. Das ist üblich, dass so welche Leute das machen. Da sind sie nicht die Ersten. Ich meine, wir sind ja auch schon mal eingebrochen, also... Im zweiten Akt haben wir ja hier. Solange sie nichts kaputt machen, ist alles okay. Als wenn hier kein einziger Helikopter. Doch, da. Wollt mich doch jetzt verarschen, oder? Ich setze jetzt zum Landeanflug an. Wieso machen die da Merivetta-Hubschrauber hin? Boah, es ist schlecht daran. Der ist scheiße. Oh Gott, da ist ein anderes Flugzeug. Meine Buzzard wäre schön. Der kann zumindest was. Ja, der will mich umbringen. Ja, ist normal. Ja, jetzt werde ich ihn umbringen, weil ich einen PZ9 Laser habe. Ja, okay, dann wir jetzt einmal hier hoch und holen uns einmal hier den Wetterhofschrauber. Der komplett scheiße ist. Naja. Können ja mal auf der Regierung hier ordentlich lagern. Ich hole ihn jetzt von Himmel, okay? Naja, ich komme jetzt mal wieder hier. Aber er ist freundlich, ne? Der hat bisher noch nicht attackiert. Gestorben. Ich hab ihn aber nicht von Helme geholt. Das ist eine Tatsache. Wir sind wieder auf dem Boden der Tatsachen angelangt. Ja, auf jeden Fall ist er fast unter der Erde angelangt. Ein bisschen Radau wieder. Wenn man bei Alessa das mit dem Hubschrauber finden, kann man dann auch eingeben, welchen man haben möchte? Nee, der sucht irgendeinen raus, aber ich glaube, das ist meistens ein Buzzard oder was anderes. Oder Merivetta. Nee, Merivetta nicht.
Meistens nicht. Oder es hatte einfach nur sehr viel Glück gemacht. Ich bin gelandet mit dem PZ-Laser. Ja, ich gehe gerade über Gefängnis. Ich bin da. Ich könnte beim Gefängnis landen und mal gucken, was da so passiert. Ich hatte keinen Pilotenanzug, als ich geflogen bin. Na gut, ne? So, okay, jetzt, ich muss über diesen Mount Chiliad hier. Weil in der Vorbereitung müssen wir jetzt mit dem Mount Chiliad da ein paar Sachen bombardieren. Warte, wenn du fliegst, darf ich bombardieren, null. Was denn? Ja, wenn du gleich fliegen möchtest, darf ich bombardieren, weil ich ja Co-Pilot bin. Was denn? Mit was denn? Ja, mit dem Jet gleich. Welchen Jet? Ja, irgendeiner, den wir gleich zur Verfügung gestellt kriegen. Achso, ich hab doch den Peter und Laser. Nee, das ist eine Vorbereitung. Da spawnt keine Jets, keine normalen. Achso, ich dachte Ausrüstung. Ja, Ausrüstung haben wir jetzt gerade gemacht. Achso, ja, okay, dann kann ich ja schon mal reingehen, ne? Weil PZ9 Laser geht ja dann eh weg. Ja. Wir sehen uns auf der anderen Seite, du schönes Ding. Auf anderen Seite, ich bin gerade auf wirklich anderen Seite. Ernsthaft? Der PZ9 Laser hat das jetzt ernsthaft durchgehalten? War es eine Rakete? Oder was hat er durchgehalten? Ja, ich habe eine Rakete durchgehalten! Alter, und da weiter geht er kaputt, wenn er gegen irgendwas gegenfliegt. Wow. Das Okay, es kommt schon Rauch hin. Na gut, aber wir haben auch richtigen Speed drauf, ne? Ist ja auch nochmal was anderes. Hey, trotzdem. Oh, ich komme von oben. Siehst du mich? Jetzt, wenn wir einen richtigen Speed drauf haben, dann ist es ja mal wieder was anderes, wenn du mit 300 km/h gegen eine scheiß Laterne fliegst. Alter, ich kann noch fliegen, oder? Oh, das ist Galaxy Superjacht. Schießen kann ich noch, okay, kann ich auch noch. Das ist der Galaxy Superjacht direkt hinter uns, ne? Oh, siehst du den Hubschrauber, der jetzt ins Wasser fliegt? Aber ich kann jetzt echt nicht mehr steuern. Oder auch nicht mehr Gas geben. Ja, wir sehen uns auf der anderen Seite, schick Ding. Aber jetzt ist er explodiert. Ich hab noch so gezuckt vorher. Ah. Modul abgeliefert. Yacht hat, ne, der ist einfach alt. So, Leute, und da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir die geile Vorbereitung machen. Die geile Vorbereitung. Ja, macht's gut, ciao, heute wird gemacht.